Hallo und willkommen bei den Spezialisten für BMW und Mercedes. Heute geht es um das Thema Verteilergetriebe, insbesondere um das Thema Stellmotor vom Verteilergetriebe. Viele von euch oder viele BMW-Fahrer, die in Allrad fahren, haben häufig die Problematik, dass der Stellmotor defekt ist, dass das Verteilergetriebe nicht richtig funktioniert. Und in diesem Video werde ich euch versuchen, das so ein bisschen zu erläutern, wieso, weshalb und warum. Daher haben wir hier auch ein Verteilergetriebe zerlegt, was wir halt auch überholen. Und anhand dieses Verteilergetriebes werde ich euch versuchen zu erklären, wie das alles so ein bisschen funktioniert und welche Rolle der Stellmotor halt da spielt. Viele wissen gar nicht, dass sie überhaupt ein Problem mit dem Verteilergetriebe haben. Bei vielen von euch zum Beispiel oder vielen BMW-Fahrern leuchtet, bevor das Verteilergetriebe irgendwelche Mucken macht oder irgendwelche Fehlermeldungen schmeißt, kommt erstmal eine Fehlermeldung bezüglich ABS. Einfach aus dem Sinne, dass die Kraftverteilung für vorne und hinten unterschiedlich ist und das ABS damit nicht klarkommt. Oft wird einfach das ABS-Steuer getauscht oder der Hydroblock. Es werden viel Geld investiert, weil so ein Hydroblock kostet fast 2.500 Euro, bevor man auf die Idee kommt, dass es an dem Verteilergetriebe liegt. Diese Stellmotoren, die machen halt nicht wirklich was Spezielles. In diesem Fall funktioniert das Verteilergetriebe so, dass wir haben hier so eine Art eine Kupplungsscheibe, also wie eine Kupplung beim Schalter kann man sich das vorstellen. Das heißt, die Kupplung wird gedrückt, ne, und wir haben halt eine Art Haftung, ne? Nur hier ist das natürlich keine Kupplung, sondern wir haben hier Lamellen mit einer Art Beschichtung. So, damit diese Funktion gegeben ist, haben wir hier den Stellmotor. Das heißt, der fährt in dem Fall einmal raus und sorgt dafür, dass diese Lamellen einmal zusammengedrückt werden und dass wir eine Haftung haben. So. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass BMW sagt, dass das Verteilergetriebe ist eine lebenslange Füllung bzw. das Öl muss nie getauscht werden. Anstatt da irgendwie halt was zu ändern oder was zu lernen, sind sie leider bei dem F-Modell einen Schritt zurückgegangen. Bei den E-Modellen, also zum Beispiel X5, E70 zum Beispiel oder E90, 3er, gab es in dem Verteilergetriebe einen Ölqualitätssensor. Dieser Sensor hat uns gesagt, hör mal zu, Kollege, dein Öl ist nicht mehr qualitativ hochwertig, tausch das bitte. Das gibt es leider in diesem Verteilergetriebe nicht mehr. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit dem BMW-Tester hingeht und einmal anschaut, ob da eine Fehlermeldung im Verteilergetriebe halt ist, wird es die nicht geben, außer das Ding ist schon kaputt. Aber in der Thematik geht es ja um den Stellmotor und inwieweit der Stellmotor, warum er überhaupt kaputt geht. Ihr müsst euch einfach vorstellen, wir haben das Verteilergetriebe mit Öl befüllt. Wir haben hier in dem Verteilergetriebe, wir haben keinen Magneten. Das heißt, wenn zum Beispiel Abrieb entsteht, und Abrieb entsteht hier definitiv, weil wir haben hier zum Beispiel bestimmte Lager, die sich immer ständig bewegen und drehen, ne, hier genauso, noch ein paar andere Lager, dann haben wir natürlich, wie ihr schon gesehen habt, diese Lamellen, die haften an einer Art Metallscheibe oder Metallkupplung. Dadurch haben wir hier Abrieb, wir haben hier eine Art Schmirgelpapier, das haftet hier dran, wir haben auch hier Abrieb und durch diesen ganzen Abrieb, der setzt sich ja nirgendwo ab. Das heißt, er schwimmt die ganze Zeit im Verteilergetriebeöl. Und wenn er da halt schwimmt, verliert er erstens seine Eigenschaften, weil Öl nach einer Zeit verliert halt seine Eigenschaft durch Temperatur und so weiter. Aber wir haben halt dadurch, dass wir keinen Magneten haben, schwimmen diese Metallspäne halt da drin. Dadurch haben wir natürlich noch mehr Verschleiß. Jetzt kommen wir mal zu dem Stellmotor. Durch diesen höheren Verschleiß und durch diese höheren sozusagen Reibung haben wir natürlich die Problematik, dass wir natürlich auch eine höhere Kraft aufwenden müssen, um zum Beispiel das zusammenzupressen. Genauso ist es ja auch so, dass durch die höhere Reibung haben wir natürlich die Kraft steigt, weil das Öl wird immer schlechter, wir haben weniger Schmierwirkung und wir haben immer mehr Metallpartikel in dem Verteilergetriebe. Dadurch muss auch so ein Stellmotor, das ist ja nichts Besonderes, ne, muss er immer mehr Kraft aufwenden, für die er gar nicht entwickelt wurde, um seine Aufgabe auszuführen. Seine Aufgabe ist halt den Stift rausfahren, dass das sich einmal zusammenpresst. Ne? Aber diese Problematik ist irgendwann immer weniger und weniger gegeben. Genauso muss man auch verstehen, wenn man sogar, sagen wir mal, einen Verteilergetriebeölwechsel durchführt, wir haben ja nur eine Befüll- und Ablassschraube. Wir haben hier nicht mehr unten irgendwie eine Ablassschraube, wie das mal früher gewesen ist, und eine Befüllschraube. So, das heißt, wir müssen über diesen einen Zugang, der hier vorne ist, das Öl ist bis hier, das Getriebe ist halt so eingebaut, wir müssen den ganzen Scheiß hier absaugen. Und der ganze Dreck lagert natürlich nicht oben, sondern unten. Das ist natürlich schwerer. Ihr habt wahrscheinlich bei Physik aufgepasst. Und man kriegt das alles nicht vernünftig abgesaugt, weil ihr guckt mal, wie viele Kanäle wir hier haben. Das kann sich alles da ablagern. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Verteilergetriebeölwechsel machen, machen wir das eine Art als Spülung. Das heißt, wir
saugen alles ab, was man absaugen kann. Danach wird das Ding nochmal neu befüllt und wir machen das so lange, bis wir sauberes Öl haben. Natürlich kriegt man jetzt nicht an jeder Ecke irgendwie jeden Metallspäne halt raus, aber so kann man, das kriegt man nur raus, wenn man das Ding komplett zerlegt, aber das macht ja auch keinen Sinn. Aber nur für euch zum Verständnis, wieso so ein Stellenmotor überhaupt kaputt geht. Das geht einfach daher kaputt, weil das Getriebe einfach wie sagen, die Wartung verschlafen hat. Ne? Ihr macht ja bei dem Motor genauso einen Ölwechsel, daher sollte man das bei dem Verteilergetriebe ebenfalls machen. Damit so ein Verteilergetriebe länger hält, damit wir ein vernünftiges Öl drin haben, damit der ganze Dreck minimiert wird und damit zum Beispiel auch so ein Stellenmotor, der halt auch wirklich relativ teuer ist, auch maximal hält. Häufig ist das Problem auch so, man denkt, das ist der Stellenmotor, tauscht man den Stellenmotor und letztendlich ist das Problem im Verteilergetriebe, was selbst kaputt ist und nicht der Stellenmotor. So ein Verteilergetriebe kostet, was wir hier auf dem Tisch jetzt haben, kostet 400.000 Euro im Austausch bei BMW, also wirklich nicht wenig Geld. Und daher sollte man natürlich schon schauen, dass man, sagen wir mal, alle 80.000 sein Verteilergetriebe Öl wächst, also spätestens alle 80.000. Da braucht man sich natürlich nicht wundern, wenn man irgendwie 150, 140 oder 200.000 auf der Uhr hat und man kaputt das Verteilergetriebe hat. Wir haben auch Autos gesehen, die bei 100.000, wo das Ding schon kaputt war. Von daher muss man immer halt so ein bisschen verstehen, wieso, weshalb und warum. Ich hoffe, ich konnte das in die Video so ein bisschen euch erläutern, dass ihr so ein bisschen die Materie versteht, wie das alles funktioniert und warum das überhaupt kaputt geht und warum man das machen sollte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.